Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Ja, ich weiss, wahrscheinlich seht ihr mich nicht wirklich, aber es ist morgen um 4.05 Uhr und ich bin jetzt gerade auf dem Weg für die Lingua abzuholen. Am halben wird ja probieren sein und dann wird meine Mami auch in den Stall gehen und dann lasse ich putzen, so dass er dann nochmal rein kann und dann kommen wir und Linda zurück. Ich gebe ihm noch schnell sein Mittel gegen Nervosität und dann kann er das noch fressen. Und dann etwa 4.06 Uhr werden wir dann losfahren und zwar geht es heute auf Lopen. Dort sind wir das ja schon einmal gestartet. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, geht es doch noch anschauen. Dann sind wir FM gestartet, zwei Prüfungen. Und das Mal ist der Konkurs zwar am gleichen Ort, aber er ist nicht vom gleichen Verein organisiert. Und an diesem Konkurs, der halt im Sommer ist, sind wir also bei ich noch nie gestartet. Und wieso sie das ergangen ist, sie haben gewünscht. Und für mich werden das heute die letzten zwei Prüfungen in Green Jump sind, bevor der im Oktober der Final wird stattfinden. Und deswegen hoffe ich, dass wir nochmal zwei schöne Runden zeigen können. Vielleicht sogar zwei Klassierungen einnehmen. Oder vielleicht, wenn es im ersten, also oder wenn es einmal nicht längt, ist schon nicht schlimm, aber so eine Klassierung möchte ich eigentlich schon rausreiten. Und ja, ich hoffe, wir treffen uns heute wieder mit der Zeit, so dass wir mit einem guten Gefühl im Oktober am Finale kommen. Dann kommen wir hier auch schon gerade zum ersten Umgang. Ich habe diesen Tag leider nicht so viel filmen, also eigentlich nur die zwei Umgänge. Und ich habe hier auch zurückgerichtet, habe er gerade direkt angefangen. Dann ist hier auf der linken Hang hier direkt auf den Hypona-Ochser losgegangen. Das haben wir schon schön genommen. Und dann ist sie weitergegangen auf 2 und man sieht schon irgendwie, er ist auf dem Arbeitsplatz mega gut gegangen. Und dann bin ich mir fast zu sicher gewesen, dass er geht. Ist dann dort rechts weitergegangen auf 3, das sieht man hier gerade nicht. Ist dort so ein Baumstamm gewesen, dann weiter geradeaus aufs 4. Dort habe ich kurz den Steigbügel verloren und dann irgendwie hat es gar nicht mehr passt. Aber er ist trotzdem noch drüber. Dann bin ich hier schön kehren. Dann hier aufs 5. Hat er mir eigentlich einen schönen Sprung genommen. Dann ist es hier alles über den ganzen Platz wieder vorgegangen. Kommt dort hier jetzt 6. Wo ich einfach, wenn ich aufmerksam war und er plötzlich so im letzten Moment noch gewartet hat. Und unter dem Ochser war ein kleines Geranium und er hat dann auch noch die oberste Stange geschossen. Und dann muss ich dort den Parkour helfen, noch den Sprung aufstellen. Also eigentlich ist wirklich, es ist ein normaler Ochser, einfach am Boden sind er Geranium gestanden, also nichts dramatisch. Wenn ich etwas aufmerksamer wäre, wäre er wahrscheinlich gesprungen. Ich bin einfach zu wenig, ja, überzeugt hergeritten, dann hat er geläutet, ich bin wieder angeritten und dann kam er drüber. Und da ich für das 6 Sekunden bekommen habe und auch noch das Review und alles, habe ich dann probiert, mehr vorwärts zu reiten. Hier war etwas Spezielles, das war so ein Durchweg, also wir mussten dort durch das Loch müssen. Er hat mir aber das 9 hier schön genommen und dann habe ich hier vor durchgekehrt. Hier schnell zum Dali, wo etwas speziell ist, weil dort so zwischen den Bäumen, aber er hat es eigentlich schön gemacht. Dann ist hier so eine spezielle Wende gekommen. Hier so eigentlich fast eine Wolte eingebaut, für ihn hier aufs 11. Dann bin ich noch einmal schön im Fluss weiter aufs 12 gegangen. Alles in allem war es eigentlich sonst ein sehr schöner Umgang gewesen, vor allem dann, nach dem Rallye halt, ja, bin ich mich verwacht und bin dann wirklich schön geritten. Aber auch die Sprünge vorher waren eigentlich nicht schlimm gewesen, also kein Vergleich zu zum Beispiel letztes Jahr oder so.
er läuft wirklich schön durch und tut nicht mehr so extrem rückhaltig springen, sondern springt wirklich schön aus dem Fluss. Und ja, das Revier war schade, aber es war definitiv meine Schuld. Dann kommt jetzt auch gerade das Video vom zweiten Umgang. Ich habe mir vorgenommen, wirklich von Anfang an gut zu reiten. Und dass er gar nicht auf die Idee kommt, irgendwo zu warten. Und ihr seht dort das graue Mühle. Also es wird von der Seite, wo ich jetzt bin, gesprungen und dort hier jetzt reihenweise Rebi geben. Da werdet ihr dann auch sehen, dass ich ziemlich draufgeritten bin, obwohl es eigentlich vorher schon drin war. Aber wirklich 5-6 Reiter am Stück haben dort alle ein Rebi gehabt. Und dann auch der Graben, den ihr hier unten seht, mit dem braunen Kreuzchen drauf. Das war auch nicht ohne, weil vorher ist mir einfach in das Loch runter und hat dann nicht gesprungen. Und da ja der Lemmy am Anfang sehr Probleme mit Graben hatte, bin ich auch dort ein bisschen stärker drauf geritten. Jetzt hat es so geläutet, ich habe nicht zurückgerichtet und bin wirklich vorwärts und gut im Fluss angaloppiert. Ich bin hier noch einmal vor den Zuschauern durch, damit er die gelben Regenschirme nicht plötzlich gefährlich findet, hier über das Eis. Direkt wirklich schön im Fluss weiter. Hier zum 2. Dann ist es weiter auf linke Hand gegangen. Wieder über den ganzen Platz für hier aufs 3. Sieht man nicht, fast nicht. Dann auf rechte Hang schön weiter. Aufs 4. Ist jetzt eben dort hinten dran. Das ist wieder der Baumstamm. Dann weiter eben auf das 5. Hat man gesehen, bin ich wirklich energisch angeritten, aber er hat es eigentlich schön gemacht. Dann kommen wir eben hier zu unserem Gräbli. Da ist er im ersten Moment nicht ganz rausgekommen, wieso dass jetzt der Dunge plötzlich ein Sprung ist. Da war doch vorher kein Sprung gewesen. Aber er hat es dann schön genommen und dann bin ich wirklich wieder ein bisschen vorwärts geritten, weil es halt gleich ein Bremser war. Und da ist dann noch unser gefährlicher Sprung von vorher gekommen. Hat er den auch ganz, ganz schön genommen. Weiter hier auf den Besensprung habe ich kurz geschaut, aber es ist dann wunderschön weiter. Bis hier wieder ans andere Ende des Platz gegangen, der Ochser. Das haben wir auch ganz schön genommen. Dann ist es einmal durch die Mitte durch über den Steil hier gegangen. Das haben wir auch schön genommen. Dann ist noch eine Linkswende gekommen, hier aufs Talü wieder. Hat er auch von dieser Seite sehr gut genommen und dann habe ich eine Foul-Entscheidung getroffen. Ich hatte das Gefühl, ich sei gleich eigentlich ziemlich vorwärts geritten und bin dann einfach über den letzten Sprung nicht mehr ganz so vorwärts geritten und bin dann 6 Sekunden zu langsam gewesen vor der Zeit, weil das Tempo ist 390 Meter pro Minute war, sprich wieder ein bisschen schneller als Langenthal und Utzenstorf. Und wahrscheinlich, wenn ich ihn schön im Fluss weitergeritten hätte in den letzten 2 Sprüngen, wäre es wahrscheinlich genau aufgegangen. Vielleicht 1-2 Sekunden zu schnell, aber wahrscheinlich wäre ich näher gelandet gewesen. Aber irgendwie hatte ich so von dem letzten Mal das Gefühl gehabt, dass er jetzt wirklich alles so schön aus dem Fluss genommen hat, dass es fast nicht sein kann, dass ich zu kurz bin. Dass ich zu schnell bin. Und ja, aber vielleicht ist es ja gut, dass ich vor dem Finale noch einmal daneben war bei der Zeit und nicht gewonnen habe oder so, dann ist dann vielleicht das Glück am Finale wieder auf meiner Seite und ich treffe die richtige Entscheidung. Aber nichtsdestotrotz bin ich mit dem Ritt noch ganz knapp als 11. klassiert und durfte noch eine Schleife abholen.